Ja, grüß Gott miteinander. Grüß Gott miteinander. Ihr alle da und auch daheim. Und ein zweifaches Moin Moin für unseren Gast aus Hamburg. Halt mal, Moment. So Gott, das feine Dreifer Fortschläufe, gib mal deinen Deckel her. Was machst du jetzt da? Ja, da muss ich Strich drauf machen. Auf meinen Deckel Strich drauf. Du, ja, was brauche ich Strich auf meinem Deckel? Hä? Seit wann brauche ich Strich auf meinem Deckel? Ja, die Kosten für dich und deine Künstler, die kann ich als Bewirtungskosten künftig von der Steuer absetzen, hat mein Steuerberater gesagt. Ne? Quatsch, nimm einfach eine Pauschale. Aber Pauschale, nix da. Das muss peinlich genau alles aufgeschrieben werden. Da kommt es auf jeden Strich an. Also, ich meine... Nein, das heißt nicht ich mein, das heißt Moin Moin. Spensch oder Stotters? Nein. Moin Moin. Moin Moin, sagt man. In Hamburg zu Grüß Gott. Also, in Hamburg heißt Grüß Gott Moin Moin. Also, gell? Ja, haben wir noch mal. Und unser Gast, der ist nämlich aus Hamburg. Aus Hamburg, den geben wir mal her. Was ist das? Was machst du jetzt? Ja, das macht das wie die Hamburger, diese Hanseaten. Ne? So? Ja, die Hanseaten, das sind ja diese ganz reichen, diese Räder, nicht? Also in Hamburg heißt man sie Dagobert. Ne? Stimmt das? Aha, ja. Und die hocken da in ihre Kontore, verstehst du? Dann hocken die zum Fenster raus. Und dann machen die für jedes ein- und auslaufende Schiff machen die ein Strichle, oder? Oben zählen sie die Strichle zusammen und dann wissen die genau, was oben unterm Strich steht. Ne? Mhm. Manche wissen so genau, was auf dem Strich steht. Ne? Also, aber der Hans ist kein Dagobert oder Hans. Ja, das ist der Hans Scheibner, ja, ja, aus Hamburg. Kommt mir aber schon richtig typisch vor, dass ihr das immer mit dem Strich habt. Ne? Ja. Das haben wir nämlich in Hamburg immer beobachtet. Also auch gerade die Schwaben. Wo sind sie? Auf der Reeperbahn. Ja, nur auf der Reeperbahn. Ne? Ich kenne die Mädels da ja alle. Neulich, ich spreche ja immer mit denen. Neulich sagt sie zu passen, da war ein Schwab hier bei mir. Ja. Und hat mit mir verhandelt. Ich sag, er wollte gerne mit mir mal und so. Ja. Und ich sag, ja, was hast du denn? Was kannst du denn anlegen? Sagt er, 10 Euro. Ich sag zu ihm, da kannst du das für selber machen. Ja, dann ist er weggegangen. Eine halbe Stunde kam er wieder und so ehrlich sind nämlich die Schwaben, ne? Komm mal wieder. Ich sag, was willst du denn jetzt noch? Ja, die 10 Euro wollte ich abgeben, sagt er. Mal sagen, ne? Ist doch schlecht. Ja. Ja. Na gut, mit mir Schwaben, wir stehen ja auch zu unserer Marke. Ja, das soll ich sagen. Ja, ja. Da gibt es auch mal, wenn ein Schwab zum Arzt geht mit seiner Frau, gell? Ja. Danach dann der Arzt die Frau untersucht hat, sagt er, ihr Frau braucht unbedingt ganz dringend Seeluft. Ja. Steht der Schwab wortlos auf, nimmt seine Frau in der Hand, geht ins nächste Fischgeschäft rein, sagt sie, meine Frau muss 2 Stunden hängen bleiben. Also. Ja. Das ist schlimm mit euch. Das ist auch genug geschwätzt. Fangen wir mal an mit der Kunst. Mit der Kunst? Jetzt fangen wir an mit der Kunst. Mhm. Seid ihr was geschwätzt? Fangen wir an mit der Kunst. Und deshalb habe ich die Ehre, Karl, du bringst noch einmal ein Viertel, bitte. Ja, weil sonst schlappe da durch. Deshalb habe ich die Ehre, ansagen zu dürfen, zwei Künstler aus der Gegend der Hand, nämlich Sabine Essinger und Volker Körner, bekannt als die neue Museumsgesellschaft. Kenner trinken Württemberger. Wie wenn ein Engel Neibrunst hätt. Danach wird er anschmecken, aller. Badischerweih von der Sonne verwehnt. Ihr mit eurer Bombolesbrühe, euer Diakonissengeplempel. Ja, kann ich ja gleich Süßmust saufen. Ach, und ihr mit eurer Simserkrebsler. Von wegen Württemberger, Hengstenberger wäre besser. Und ihr Ostelsässer,
Ihr Dreiviertel ist Franzosen. Ihr habt doch von dem Franzosen Weinmachen erst abgespickelt. Blauburgunder, Grauburgunder, Ruhländer. Ach, ihr habt doch bloß Kreuzungen da, euren Miller-Thurgau und der Kernerschahn, Bastard. Und ihr kreuzigt und panaschiert auch erst im Fass. Moment, das machen Franzosen. Unser Wein ist rein. Jawohl, der Wein soll rein und sauber bleiben. In vino verinas. Ja, sagen wir mal du zueinander, bis wir uns besser kennen. Weinkenner kennen Anana und kennen miteinander. Hast du schon einmal Kröfer nacktas? Oder lieb Frauenmilch probiert. Da musst du ja aufpassen, dass nicht am nächsten Tag mit der Ohrlappe am Türrahmen hängen bleibst. Oder kennst du Amselfelder oder himmlisches Moseltröpfchen, der Papa der Zehnsamer? Und der Franzos, der schwefelt so arg, da verspürst du ja schon das Höllenfeuer auf Erden. Schade und auf die Bab, der Bab, die Lapp. Und der Italiener, der ist ja so stark. Da bist ja gleich psoffe, da macht er ja der Durst gar keine Freude mehr. Ja, was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen. Ja gut, ein Versuch auch mal von meinem da. Ja, komm, lass Luft raus, Wer nicht liebt Wein, Weib und Zwetschgen-Gselz, dem kehrt mit dem Straps an Gosch nachschnellst. Das ist gut. Aller, der ist gut. Oh, von dem kenne ich auch noch eine Weile. Verkosten. Der ist gut. Aber ich muss langsamer machen. Es wäre schade, wenn man euren Wein rückwärts trinken geht. Wo saufen eine Ehre ist, das Kotzen kein Schande. Kennst du den neuesten Alkoholtest? Du musst fehlerfrei sagen können, was sind denn die da drin in denen Dinnel? Was sind denn die da drin in denen Dinnel? Ja, du kannst das, aber wette mal, dass die dort unten das nicht kennen. Denn es alle miteinander. Was sind denn die da drin in denen Dinnel? Na bitte, wer ist jetzt Zoffe, die oder ich? Es gibt zwei schöne Fliss. Der Neckar und der Rhein. Die Dummen saufen Wasser. Die Gescheiten saufen Wein. Gell? Allah. Au. Ja, was ist? Ha, was ist? Willst du Putzlitzerpreis gewinnen? Ich weiß nicht, wie ich das alles noch schaffen soll. Warum hat der Herrgott der Frau so kleine Hände gegeben? Weißt du, beim Putzen besser an die Ecke kommen. Und warum so kleine Fies? Dass sie näher an den Herd nachgehen. Und warum hat der Herrgott den Männern längere Knochen gegeben? Wegen Tätsch, man nicht Vorhänge runter. Oh ja, gut, Erich, dass du dran denkst. Die Vorhänge müssen runter und danach darfst du mir den Türrahmen oben abwaschen. Spülwasser von der Waschmaschine ist in der Badwanne. Und mit dem Restwasser duschst du mir bitte die Kellertreppe runterschrauben. Mir ist voll dermaßen ins Kreuz gefahren. Und der Mülleimer gehört auch aus. Ich habe da schon als Zahnbürstchen angerichtet. Jetzt was muss ich hier alles noch anweisen? Also für zwei Tage Essen ist im Kühlschrank und für drei Wochen ist vorgekocht in der Friere. Ich habe überall alle Datumspäpperle drauf gemacht. Und dann wäschst du vorsortiert auf der Fensterbank im Schlafzimmer. Und wenn du mit Zucker kommst, dann ziehst du saubere Unterwäsche und ein frisches Hemd an. Wenn du unterwegs sein, was passiert, bist du froh drum. Mensch, Bertha. Mensch, Bertha, wegen dem einen Tag. Du gehst doch bloß ein gutzischer Tag wegen der Magenspiegelung ins Krankenhaus. Ja, wer weiß, vielleicht sendet sie etwas und haltet mich gleich da.
oder ich wach nehme aus der Narkose auf. Mach mir keine falsche Hoffnung. Die sind froh, wenn sie denn wieder los sind. Vielleicht lohnt es sich auch gar nicht mehr heimzukommen. Und warum stellst du noch das ganze Haus auf den Kopf, wenn du sowieso nichts mehr davor hast? Ich will doch bloß, dass du es schön hast, wenn ich nicht da bin. Das allein langt mir schon. Und ich will mir nicht noch nichts nachsagen lassen, gell? Deine Mutter stiert nur wieder sämtliche Schränke durch und guckt unter den Teppich. Ach Gott, unter den Teppich muss ich ja auch noch! Mensch, jetzt Kind, da hast du doch nichts mehr davor, wenn du schon der Boden bist. Wer weiß? Vielleicht findet meine verstorbene Seele keine Ruhe, weil noch so viel zum Tag wäre und ich wandle hier Tag und Nacht umeinander. Das wäre kein Unterschied zu sonst. Bist ja immer ein unruhiger Geist, gell? Und du guckst immer durch mich durch, wie wenn ich nicht da wäre. Reine Selbsterhaltung. Pass bloß auf, wenn ich hier rumspuke, du, ich lass dir keine Ruhe. Der ganze Tag werde ich um dich rumputzen. Und nee, es liegt irgendwo etwas drauf, wo nicht da gehört. Dann lass ich das durch den Raum schweben. Und es kommt mir keine andere Frau ins Haus, hat der tätig was. Da, wo ich keine Angst habe, da kommt keine andere Frau ins Haus. Gut. Weil als erstes werde ich das Haus verkaufen. Was? Ja, noch die Weltreise machen und dann werde ich mir eine jüngere nehmen. So, jetzt sterbe ich grad nicht. Sabine, ich grüße dich, Menschenskind. Ja, ich habe den Heringssalat selber gemacht. Voll doch, voll doch. Ja, komm mal. Ja. Weiß ich das? Stimmt, ja. Das ist Hoffnung. Das nennt man Hoffnung. Umdrehte Gläser. In der Hoffnung, dass vielleicht was nein käme. Das ist noch von der letzten Sendung so, gell? Ja. Sag mir, nein, das traut sich keiner. Nein, es traut sich auch keiner. Solange der Kalle nicht kommt und rumdreht. Sag du mir. Ja, ich komme ja schon. Ist schon recht. Ja, jetzt. Mach noch eben. Was soll ich sagen? Hm? Ja, sag du mir. Ich sag's. Sagst du, wo bist du da? So, dann ich was mitgebracht. Du hast doch mal Stronger gemeint. Ich gern Schorle ohne Sprudel. Ja, eben genau. Ein Trollinger oder will er da ein Wein? Ja. Was weg muss. Ja. Der war so voll, da hat er vorhin Stumpen noch rein, da, gell? Freilich, normalerweise ist er bloß bis da noch voll seit offen. Nein, weil ich mir lange Karge. Ja, ja. Ach so. Ja. Das ist doch. Du, bevor ich es noch vergesse, die Beerdigung vom Emil, die ist erst in 2 Tagen und nicht schon morgen. Ach, heute geht's um besser? Mir geht's. Mir geht's auch immer besser nach einem Lied von den Herren der Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Also, bitte. Wir jetzt nochmal stellen, ein stumpfes
Holger, sag mal, wie lange gibt es schon die neue Museumsgesellschaft? Wie lange? Das ist 29 Jahre. Also nächstes Jahr 30. Aufzeigen. Und wie kommt es zu dem Namen Neue Museumsgesellschaft? Ja, eigentlich kommt es so, also angefangen haben wir in Bragene, also Bragenheim, in Bragenheim. Und da gab es auch so im 19. 20. Jahrhundert eine Museumsgesellschaft, so wie es in Tübingen und andernorts noch gilt. So literarisch. Gibt's, ja, und so literarischer Club war das. Und da haben wir nicht gewusst, was wir machen sollen. Und dann haben wir gesagt, machen wir die neue Museumsgesellschaft. Da haben wir angefangen mit literarischem Kabarett. Und jetzt sind wir beim Schwäbischen Kabarett gelandet. Ja, jetzt macht er der gleiche Scheiß wie mir. Ja, ja. Aber irgendwas muss ich ja machen. Irgendwas muss ich ja machen, sonst stehe ich auf der Straße rum. Kann man das machen? Ja, oder du kriegst Sozialhilfe, ist auch nichts. Ah, ja, 30, ja. 30, ja. 30, ja. Halt mal, so alt bin ich noch gar nicht, gell? Na komm, also, darum hier ich bin geschminkt. Ja, du warst ein Kinderstar. Ja. Ja, damals schon das Baby gemacht. Ja, genau. Ich bin. Ja. Das heißt. Die Nummer kenne ich in Gottes Willen. Ja. Ich bin ja richtig froh, dass wir im Land bleiben, wo es einen Wein gibt. Gell? Ja, also, viele sagen, dein Wein wächst. Alles aber so Quatsch, Wein wächst ja nicht. Wenn es wächst, ein Wein genauso wenig wie in Norddeutschland das Bier wächst oder sowas, wächst er nicht. Aber man sieht halt so. Eines ist aber sicher: Das, was im Süden wie im Norden wächst, das ist Humor, Mutterwitz. Hm? Ja, das werden wir jetzt nehmen. Auf die Norwegen, ne? Ja, weil ich die nächste Frau Firma. Also, jetzt war eine tolle Überleitung von mir, wenn du nicht dazwischen geschwätzt hättest, zu Hans Scheibner. So, ja. Hess macht 16 Liegestütz als tägliche Gymnastik. Geht 8-mal in den Schneidersitz, schön langsam, nicht so hastig. Beugt seinen Rumpf und zwar zurück, macht 7 Scherensprünge, Kniebeugen bis zu 30 Stück und 16 Hüftaufschwünge. Beginnt den Tag frisch und befreit, fühlt, wie er fit und stark ist. Und denkt, es tut mir richtig leid, dass dieser durchtrainierte Leib trotz allem für den Sarg ist. Ja, man muss auch mal nachdenklich anfangen können, ja? Ja, ich meine, ich wünsche mir, dass diese letzten beiden Zeilen so in jedem Fitnesscenter hängen, so. So, als Transparent. So. Ja. Aber trotzdem, man muss natürlich selber dafür sorgen, dass man fit bleibt. Und ich mache auch immer, natürlich Jogging, sie ja auch, ne? Oder? Ja? Also ich war neulich sogar und wollte mir ein paar neue Sportschuhe kaufen. Nee, das stimmt gar nicht. Da draußen an dem Geschäft stand nicht Sportschuhe, sondern da stand Runner's World. Runner's World. Also ich da rein, kommt so ein junger, dynamischer Verkäufer. Ich sage, guten Tag, ich hätte gerne ein paar Turnschuhe. Hä? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich sage, ein paar Turnschuhe. Ich meine, man weiß, dass heute auch junge Leute schon Hörprobleme haben. Da sieht er mich noch verwirrter an und sagt, wendet sich nach hinten und sagt, Ina, hier ist ein Typ, der möchte, wie heißen die Boots? Ich sage, Turnschuhe. Ach so, sagt er, jetzt habe ich das verstanden, das ist ja Englisch. Sie meinen diese Turning Runners. Ja, die sind leider noch nicht da, von Fila oder Nike oder so. Aber jetzt mal so gefragt, was wollen Sie denn damit machen, so rein actionmäßig? Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen laufen. Ach, das ist ja klasse. Sie können also schon laufen. Doch, sage ich, wissen Sie, das war so. Meine Mutter stand in der Küchentür, ich war noch nicht ganz ein Jahr alt. Noch etwas stockerig, aber das hat sich jetzt gegeben. Sagt er, Sie sind ja. Das ist ja köstlich, Sie sind ja ein ganz Lustiger. Aber sagt er jetzt, wie ist es denn, sagt er, wie sind denn Ihre Pronationswerte? Ich sag, was? Haben Sie eine Überpronation? Wieso bin ich hier, über Porno, bin ich hier richtig? Mein Gott, sagt er, Sie kennen Ihre Pronationswerte nicht und wollen laufen. Das kann ich gar nicht verantworten. Bei einer einseitigen Unterpronation Ihres linken Mittelfußbereichs ergibt sich eine irreversible Überbelastung des gesamten Beckenraums, die sich über die Wirbelsäule auf die Herzfrequenz auswirken kann. Oha.
nehmen Sie mal Platz, sagt er, und ziehen Sie mal Ihre Schuhe aus. Ich war etwas verdattert, ich setzte mich und zog meine Schuhe aus. Da stößt er einen Schrei aus, als wenn ich weiße Mäuse in den Schuhen hätte. Ja, um Gottes Willen, was ist das denn? Was sehe ich denn da? Ich sag, wieso? Das sind meine Socken. Ziehen Sie die bitte aus. Ich sage, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Wir wohnen in einer sehr staubigen Straße. Da reißt er mir die Socken von den Füßen und hält sie in die Höhe und sagt, um Gottes Willen, Sie tragen ja rechts wie links. Aber rechter Fuß braucht rechte Socke mit R gekennzeichnet. Linker Fuß braucht linke Socke mit L gekennzeichnet. Sie machen sich Ihre gesamte Dynamik kaputt. Das ergibt ein energetisches Vakuum im Zwischenzehenbereich und bringt Ihre Fersen in Gegenschwung. Oh ja, ich hatte mich auch schon gewundert. Dann greift er ins Regal und holt da irgend so ein schuhähnliches Gebilde raus und sagt, ich habe hier eine eher gedämpfte Zwischensohlenpneumatik für den Außenballen gestressten Innenabroller. Ich sag, Roller? Wieso denn Roller? Ich wollte doch nicht rollern, ich wollte doch laufen. Da sieht er mich an, als wenn ich ihm wirklich von Herzen leid täte. Guter Mann, sagt er, laufen ist starten und landen. Laufen ist fliegen und aufsetzen. Füße sind Energiebatterien zum explosionsartigen Abheben. Wir nennen sie auch Flymover. Dieses Gerät hier, sagt er, ist eine proportionale Abfangvorrichtung für enormes Landegewicht. Dass Sie sprechen von meinem Fuß. Ja, sagt er, und boxt mir das Knie in den Bauch. Ich sage, aua, sehen Sie, sagt er, Sie haben doch eine Unterwölbung Ihres Innenfußgewölbes. Da brauchen wir jetzt eine eher gedämpfte Zwischensohle mit Fußgewölbe, Ausgleichsgetriebe und Luftkissenstarthilfe. Ziehen Sie mal an, sagt er, das hier ist das neueste und modernste auf dem Speedy Walk and Running Fly Moving Sektor. Dieser Schuh läuft ganz von selbst. Ich zog den Schuh an und sagte, aua, der drückt. Da sieht er mich an, als wenn er vor Entsetzen ersticken müsste. Um Gottes Willen, dieser Schuh drückt. Ja, ziehen Sie ihn bitte sofort an. Ja, jetzt sehe ich das ja auch. Sie haben ja auch eine ganz abnorme Einwärtsdrehung von Fuß und Bein. Und dazu noch Ihr abgeflachtes Innengewölbe. Ich sage auch, Sie meinen meine Plattfüße. Guter Mann, sagt er, die Innenrotation Ihrer Vorderballen setzt sich doch über Ihre O-Bein-Kniegelenke und die Verkantung des Hüftgelenks hier oben über das Jochbein fort und führt durch die mikroelektrischen Nervenimpulse unmittelbar zum Herzstillstand. Ich sag, wieso, ich fühle mich doch noch ganz gut. Bleiben Sie sitzen. Bleiben Sie sitzen, sagt er. Ich rufe den Krankenwagen, Sie müssen operiert werden. Ja. Wo ich nun aber schon mal bei Ihnen bin, möchte ich Ihnen doch mal ein typisches Hamburger Paar vorstellen. Ein Hamburger Rentner-Ehepaar, Hermann und Hermine, die sich immer für meine Begriffe so urig unterhalten. Vielleicht gibt es sowas auch in Schwäbisch, nicht wahr? Neulich saßen sie wieder zusammen. Das ist auch ein Beweis, dass wir im Norden durchaus was von Ackerbau und Viehzucht verstehen. Saßen sie wieder zusammen und Hermine las gerade die Zeitung und sagte, guck mal, Hermann, was hier steht. Ein Bauer ist verklagt worden, weil seine Kühe immer morgens so laut mit der Kuhglocke bimmeln. Ja, und? Ja, ich weiß nicht, neulich musste schon mal einer vor Gericht, weil sein Hahn immer so laut gekräht hat. Das ist ja ganz was anderes, ein Hahn, der kräht, oder eine Kuh, die bimmelt. Wieso? Weil eine Kuh nicht fliegen kann? Unsinn, ein Hahn, der kräht, ist wie eine Kuh, die muht. Die Kuh ist ja nur wegen Bimmeln verklagt worden und nicht wegen Muhn. Ach was, das Kuhglockengebimmel gehört genauso auf die Ahlen wie das Kikeriki in Hühnerstall. Frauenlogik. Das Kuhglockengebimmel kann doch niemals so auf die Alm gehören wie das Kikeriki. Wenn ein Hahn auf der Alm eine Glocke umhätte, würde man denken, dass er eine Kuh ist, wenn man die Augen zumacht. Ein Hahn kann doch eine Kuhglocke gar nicht tragen. Darum geht das ja gar nicht. Aber eine Kuh könnte niemals Kikeriki schreien. Aber auch wenn sie Kikeriki schreien könnte, wäre das nicht dasselbe, als wenn sie im Hühnerstall mit der Glocke bimmelt, sondern ein Hahn der Mut wäre wie eine Kuh, die kräht, aber krähen dürfte sie ja sogar auf dem Mist. Was redest du bloß für einen Mist daher? Der Hahn, der von dem Mann verklagt worden ist, weil er gekräht hat, wäre auch verklagt worden, wenn er gemut hätte, mit oder ohne Glocke. Ja, so weit kommt das noch, dass ein Hahn auf der Alm eine Glocke umhat und noch dazu bimmelt, wenn er Kikeriki schreit. Ja. Dankeschön. Ritual noch nicht so. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja.
Das sind die Rituale in der Meulesmühle. Die Künstler gehen immer nach hinten weg, aber bei uns kommen sie immer nach vorne raus. Aha, das ist schön. Du kriegst auch bestimmt. Ja, ich krieg auch was zu trinken. Hamburger Gast habe ich einen edlen Württemberger Wein mitgebracht. Hast du auch Alkohol? Also wir Norddeutschen, weißt du, das ist natürlich für uns mehr so eine Art Limonade. Ne? Das ist ein ganz seltener Dorfverlände. Die Seeleute, die brauchen Grog, weißt du, von Jamaika rum und sowas. Ja gut, dann halte ich die harte Sache. Ja. Aber wenn dort davor eine Flasche voll drunken. Was ist denn? Karle Mensch! Ist doch immer das Gleiche mit das Tür dann. Das ist doch ganz schlimm. Du hast aber auch einen Gottsmillionszinken. Karle, apropos Zinken, du warst doch gestern bei dem Boxkampf, ist denn das gelaufen da? Das war ein Fiasko, kann ich dir wieso, sagen. Wieso, warum, was ist? Also unser Lokalmatador, der ist gleich in der ersten Runde K.O. geschlagen worden. Hat sich sogar nicht gelohnt, das noch ein bisschen. Ach, weiß nicht. Also das Schönste war noch nicht, wo der Kampfrichter, wo der dann den erzählt hat, nicht? Der hat so als Fraule neben mir gesagt, Herr Staat, nimm mich auf, den kenne ich von der Straßenbahn. Höflichkeit, wo du nicht bist. Aber wir sind höflich genug und kennen uns aus. Und deshalb sagen wir jetzt zum Schluss Dankeschön. Dankeschön, dass Sie da waren. Kommen Sie. Natürlich danke an Sabine. Danke an der Volker, danke an der Hans. Vielen Dank ans Publikum, an euch daheim. Kommen Sie wieder, wenn es heißt Freunde in der Meulesmühle. Und wenn nicht, legt uns am Arsch und bleibt gesund. Für die Action-Fight in der Meulesmühle.